In dieser Episode sind wir wieder in Namibia und mit dem Berufsjäger und unserem Jagdfreund Bunzi auf einer weiteren Pirsch. Wir sind bereits seit Stunden unterwegs und haben eine Herde von Gnus weiträumig umschlagen, um gegen den Wind in eine gute Position zu kommen. Neben den Gnus haben wir auch einige Warzenschweine im Anblick. Durch die Akazienbüsche bewegen wir uns vorsichtig in Richtung Wild. Das Wild ist hier generell sehr wachsam, denn in dieser Region leben viele Raubkatzen wie Leoparden, Geparden und Karakale. Den Wind haben wir im Gesicht und so müssen wir hauptsächlich auf unsere Bewegung achten, um uns nicht zu verraten. Wir pirschen gezielt die Gnuherde an, als plötzlich auf kurzer Distanz ein Wasserbock unseren Weg kreuzt. Wir bleiben in Deckung und bewegen uns nicht. Wir sind gerade überall Gnus, Warzenschweine und ein paar Wasserböcke sind jetzt auch vorbei. Einer ist eben auf 10 Meter hier in dem Wind an uns vorbei. Der Wasserbock kommt zurück und seine Sinne sind hellwach. Er kann uns nicht winden, aber er spürt eine Gefahr. Vielleicht hat er auch eine unserer Bewegungen wahrgenommen. Jetzt dürfen wir uns durch keine Bewegung verraten. Wenn er abspringt, wird er die nahestehende Gnuherde mitreißen und unsere gesamte Pirsch wäre abrupt und erfolglos beendet. Wir halten den Atem an. Noch sind wir nicht enttarnt. Ja, wir sitzen jetzt hier fest. Um uns herum sind hier Gnus und Wasserböcke und Schweine. Und ein Wasserbock zog jetzt eben halt genau auf uns zu. Und wollte hier im Prinzip hier, wo wir sitzen, fast durch. Ne? Und somit hat er uns ein bisschen mitgekriegt. Jetzt hat er sich ein bisschen erschrocken, haut ab. Aber die anderen Tiere, die sind so ein bisschen alarmiert jetzt, aber die wissen noch nicht, was los ist. Ne? Gucken wir, vielleicht beruhigen die sich einfach ein bisschen. Müssen wir ein bisschen warten, ne? Ja, wir warten einfach noch. Ja, hier kommt Schwein, hier vorne gleich hier. Während eine Wache in Anblick kommt, hat Bunzi einen reifen Gnubullen entdeckt, der sich von der Herde abgesondert hat. Aber leise, fass mit dem Finger rein. Manuels Büchse muss noch durchrepetiert werden. Siehst du den Gegenüber? Der richtige Bulle für unseren Kameramann Manuel. Bunzi beobachtet den Gnubullen ganz genau und kann ihn schließlich als perfekten Abschuss bestätigen. Es gibt eine kleine Lücke in den Büschen. Und es ist höchste Konzentration gefordert, um einen sauberen Schuss bei freier Flugbahn anbringen zu können. Ja. Der muss ja erst richtig stehen. Du hast den frei, ne? Also guck, dass da noch nichts dazwischen ist. Wenn er sich breit hinstellt. Einen da ruhig richtig aufs Blatt, dass der voll durch den Maschinenraum geht. Okay, jetzt ganz genisch in das Blatt. Siehst du den gegenüberliegenden Lauf? Den nimmst du als Referenz. Warte. Ja, komm ein bisschen nach vorne. Manuel muss wegen der Äste seine Position noch einmal anpassen. Ja, okay, wenn er sich jetzt nach rechts dreht.
Der Gnubulle quittiert die 308 und zeichnet deutlich. Hier kommt. Da steht er. Warte, der wird schwach. Nicht schießen. Nach kurzer Flucht reißt es ihn zu Boden. Sauber. Der Bulle steht etwas spitz vom Schützen weg und die Kugel trifft sauber hinter das Blatt und dringt schräg ins Leben ein. Wir geben dem jetzt noch ein bisschen Zeit, dass er in Ruhe stirbt. Dann ist gut. Aber das ist okay, wir geben ihm kurz Zeit, ich finde. Die Herde ist in Alarm versetzt, aber nicht direkt geflüchtet. Ich suche mir da noch so ein junges Ding aus. Und Bunsi nutzt diese Gelegenheit, um einen Abschuss für seinen eigenen Fleischbedarf zu machen. Okay, Licht, alles gut. Dann hören wir mal wieder hier spannende Kiste, ne? Zwei Gnus in zwei Minuten. So geht das hier. So, dann nehmen wir hier die Hülse wieder zurück. Okay. Sehr gut. Mr. Manuel, was sagst du? Spannende Sache, egal. Weiß man nicht. Okay, komm, wir gehen gucken. Obwohl wir das ja einen Bruch nennen, manche Dinger kannst du hier nicht brechen. Und die schneidet man dann besser. Aber das war echt spannend. Ich dachte schon, dieser Wasserbock, der verrät alles und versaut uns hier die ganze Tour. Ne? Ja. Aber gut, hat mir nochmal Glück gehabt. Ja, super. Hey, guck dir den mal an. Alter Schwede. Der ist top. Ins Auslage, wenn du so nimmst, das ist halt so ein knuffiger, ne? Und der ist aber hier, siehst du total, wie der gearbeitet hat, ne? Mann, das ist ein richtig, ja, super. Sehr, sehr gut. Gut. Jo, Manuel, mal wieder. Dickes Weidmannsheil wünsche ich dir. Weidmannsdank. Stärker Gnubulle. Alt und abgearbeitet. Pass auf, ja. Afrika-Brüche sind manchmal ein bisschen dornig. Ja, top. Wie sie hier wieder gearbeitet hat, ne? Der ist schon so richtig glatt gemacht hier. Hier siehst du, ne? Ja. Und halt hier ist schon so diese alten Riefen drin und so, ne? Ach, so einer ist das. Guck mal hier. Sehr cool. Was ich für dich vorbereitet habe, mein lieber Bunsi. Ist ja mal was Besonderes. Ein dickes Weidmannsheil wünsche ich dir. Ja, Weidmannsdank. Heute kriegst du mal einen Bruch und zwar auch einen
besonders stacheligen hier. Ja, das dachte ich mir. Ich habe mir einen ausgesucht, der hat so ganz brutale lange und dünne und kleine, weil du ja manchmal auch so biestig bist, nur manchmal. Ja, manchmal. Und deswegen kriegst du jetzt auch so einen afrikanischen dornigen Bruch. Du weißt ja, ne? Afrika ist nichts für Sissis. Deswegen. Genau so ist es. Weidmanns Dank, mein Freund. Weidmanns Dank. Das ist der richtige Bruch, wenn Bunsi. Ja, schön dornig, ne? So. Muss der nicht lange tragen. Zack. Schießt ja eh gleich wieder was. Kriegst du eh einen neuen. So. Ja. Sauber. Ich bin zufrieden, das sieht gut aus. Wieder mal ein guter Schuss. Ja. Sehr präzise. Genau, so wie wir das wollen. Ja. Na, hier auch einmal. Noch hier macht, ne? Genau. Sehr schön. Ja, genau was wir wollen. Ne? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. Aber die Jagd ist für uns an diesem Tag noch längst nicht beendet. Der Abend bietet noch Licht für eine weitere Stunde. Und so versuchen wir unser Glück und pirschen zu einer Elandherde. Elands sind die weltgrößten Antilopen und reife Bullen können ein Gewicht von über 1000 Kilogramm erreichen. Einen passenden Abschlussbullen findet Bunsi schnell. Die rechten beiden. Siehst du die? Das, ich sehe die guten. Ja, und dann die ersten Elands auf der rechten Seite. Ja. So, jetzt erklärt er das Haupt unten. Ja. Die Entfernung beträgt ca. 270 Meter. Aber es bietet sich letztlich keine Gelegenheit für einen sicheren Schuss. Der Elan steht nicht frei. Jetzt ist er dahinter. Also geht es weiter. Bunsi kann in der Ferne eine uralte Oryx-Kuh ausmachen. Das war nicht richtig. Aber die guckt hier gerade. Plötzlich geht es schnell. Wir versuchen, auf eine gute Schussentfernung heranzukommen. Carsten, komm her. Siehst du hier in der Lücke? Guck jetzt genau in der Lücke. Hier sind zwei Orks vorne, ne? Die rechte. Siehst du die rechte? Du bist jetzt auf der linken. Die rechte. So, warte, das sind. Muss nur gucken, dass du sie sauber frei kriegst. 170 Meter. Okay. Ganz ruhig, warte. Das sind ein paar Äste, ich weiß. Ja, musst du in der Lücke suchen, warte. Ich will nur hier schnell. Jetzt steht sie nicht mehr frei. Okay, wenn die ein bisschen nach vorne zieht, oder? Ja. Okay. Da sind überall Äste, ich muss. Oder ich such dir eine Lücke, ich bin drauf. Nee, jetzt steht es mit Blatt genau vor dem Ast. Ich muss noch einen Moment warten. Okay. Ja. Ah, warte. Es muss vor jetzt. Da, wo jetzt hier Träger ist, da kommt sicher noch mal eine Lücke. Ist die frei? Ja. Die ist okay, wenn die da reinbewegt. Jetzt okay? Ja. Ja, sehr schön. Das ist eine richtig starke alte Kuh. Alte Kuh. Ganz starke Trophäe auch. Das ist perfekt, weil man kann ja auch, man muss ja nicht immer nur Bullen schießen. Wenn die Kühe nicht führend sind, kann man auch gut mal eine alte Kuh nehmen, weil die auch mega lange Hörner haben und das ist echt top, ne? Ja, Weidmanns Dank. Ganz Dank. Saubere Sache. Was sagst du, Meister? Ich höre deinen Atem schon wieder so ein bisschen. Ja, ich hab, das ist unglaublich, ne? Ich habe echt immer ein bisschen Jagdfieber hier, aber immer meist danach, kurz nach dem Schuss. Ja. Also jetzt schon wieder, jetzt geht es. Richtig. Na, ist ja gut, wenn man einen sauberen Schuss rausbringt. Ja. Wenn danach dann die Aufwärmung ist, ja okay. Ne? Ich bin froh, heute der letzte Tag mehr oder weniger, ne? Ja. Jetzt hat es noch einmal geklappt. Ja, jetzt hast du noch mal eine richtig Top-Trophäe. Das ist eine alte, starke Kuh, ne? Super. Das ist ja top. Und ich bin froh, dass dann auch hier alles wieder sauber geklappt hat. Mit einem guten Schuss und so. Genau. Ja. Mit einem Fehlschuss, die
Zeit zu beenden wäre nicht so gut, ne? Nee, das ist nicht schön. Aber auch ne? das könnte rein theoretisch passieren. Ich meine, klar, es kann immer passieren. Aber alles gut. Aber wir geben immer unser Bestes. Man versucht natürlich kein Risiko einzugehen nach Möglichkeit. Aber keiner ist vor irgendwas gefeit, dass der nicht mal anschießt oder krank schießt oder sowas. Ne? Ja, das hat jetzt auf jeden Fall super funktioniert. 170 Meter, ne? 170 Meter, sauberer Schuss, alles perfekt. Jetzt stark, richtig gezeichnet und das war alles top. Ich freue mich. Ja, ich freue mich. Gehen wir mal gucken. Auf jeden Fall. Falco ist schon unterwegs. Ja, der ist schon, der hat die wahrscheinlich in der Nase, weil der Wind kommt ja genau. Kommt von da, der Wind stand gut jetzt. Wind stand perfekt. Das Licht war okay durch die Wolken. War das top, dass die Sonne uns nicht angeleuchtet hat, ne? Ja. Ja. Will ich eigentlich auch rausgehen, ne? Weil die dann schon ein bisschen langsam ist. Ja. Ja, super. Alte Kuh. Richtig alte Kuh. Ja, nö, das geht. Das ist absolut in Ordnung. Ja, das Ding, ne? Also das ist auch unterschiedlich, aber hier, du siehst dieses, dass sie so zusammengeschoben sind. Ne? Ja. Das ist. Nee, das ist eine alte Kuh. Du siehst auch so im Fell, sieht die jetzt ein bisschen nicht mehr so, wie soll ich sagen, so gepflegt aus. Ne? So ein bisschen struppig und so, aber das ist top. Das ist ja, super. Ne? Perfekt. Ja, sauber. Richtig gut wieder mal. Meister Carsten. Jo. So. Ich denke mal, gelungener Abschluss. Absolut. Ne? Ja. Geile Stimmung hier wieder. Weidmannsheil, sauber geschossen. Alte, alte, starke Oryx Kuh. Ja. Vielen Weidmannsheil. Dank für den guten Abschluss hier und ja. auch für die gesamte Zeit hier. Ich glaube, da haben wir richtig gut gejagt, alles Absolut. Richtig gemacht. Ne? Absolut. Alles gut gegangen. Nein, war eine richtig, richtig schöne Zeit. Ja. Schöner Abschluss heute Abend. Morgen ist jetzt so Abreisetag und so. Da ist ja dann immer so ein bisschen Aufbruchstimmung. Ja. Aber für heute. Also echt eine absolut geile Zeit hier auf Jagdoase. Und ich glaube, wir sind hier alle voll auf unsere Kosten gekommen, haben gut gejagt. Haben gut Jagdbeute gemacht und ja, es ist einfach alles, hat alles funktioniert. Das ist ja auch mal wichtig, ne? Absolut. Wir sind alle froh Absolut. Und munter und gesund geblieben. Ja. Ja. ja, es ist nichts passiert, alles ist gut, wir haben ordentlich gejagt, wir sind alle zufrieden. Wir können alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, ne? Ja, aber heute Abend feiern wir noch ein bisschen, ne? Heute Abend trinken wir auf jeden Fall noch ein Bier, vor allen Dingen aber hallo. Ein dreifaches Weidmannsheil gehabt. Ne? Ja, heute war ein guter Tag. Der Manuel, Kameramann, hat einen Gnu geschossen. Er hat einen Gnu geschossen und ich jetzt noch hier die alte Oryx-Kuh. Was will man mehr? Besser geht's nicht. Auf jeden Fall. Mega cool. Beim Schießen und auf der Jagd geht es immer um Sicherheit und Qualität. Das ist der Grund, warum JagdTotal sich für eine Partnerschaft mit diesen großartigen Firmen entschieden hat. Und so wie wir, kannst auch du deren Produkten vertrauen, um dem Anspruch an deinem nächsten Jagderlebnis gerecht zu werden.